Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video geht es um einen Benchmark-Test zum neuen iPad Mini der zweiten Generation mit Retina-Display. Viel Spaß! Ich habe das Wi-Fi-Only-Modell mit 16 GB Speicher und der Test wird ausgeführt mit der App Geekbench 3. Starten wir das Ganze doch jetzt einfach mal, indem wir hier einfach auf den Test starten klicken. So, das Ganze läuft jetzt hier durch. Ich werde das Ganze ein bisschen vorspulen. So, jetzt ist der Test abgeschlossen, hat ein bisschen über 30 Sekunden gedauert und jetzt sehen wir hier das Ergebnis. Im Single-Core-Score haben wir einen Wert von 1393 und im Multicore-Score haben wir einen Wert von 2521. Das Ganze sind vergleichbare Werte mit dem iPhone 5S, aber der Score liegt etwas unter dem des iPad Airs. Das soll es jetzt auch schon wieder von diesem Video gewesen sein. Ihr seht schon, der A7-Prozessor leistet hier wirklich ordentliche Arbeit. Im iPad Mini ist ein 64-Bit-Prozessor mit dem M7-Co-Prozessor, der halt die ganzen Bewegungen aufnimmt. Es werden noch weitere Videos zum iPad Mini der zweiten Generation mit Retina-Display kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Ciao.